Wenn ihr so an die Anfänge zurückdenkt, wie ging das alles los damals mit euch? Nein, das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Können wir die Kurzfassung haben? 1977 war es und wir wollten eine Band aufmachen, eine Rock'n'Roll-Band, um in München ein bisschen so in die Clubs zu spielen. Mhm. Und wir haben ja nebeneinander gewohnt, der Barney, wir haben angefangen und dann ein Drama haben wir auch gleich gehabt mit Franz Trojan und dann ist der Michael Bussin und an Klavier dazu gekommen. Der hat eigentlich studiert in München. Mhm. Und dann waren wir komplett, dann haben wir geübt und unsere erste Nummer war vom Elvis natürlich, ist ja klar. Jetzt erstmal gecovert, oder? Ja, mhm. dann haben wir einen Bandnamen gesucht. Mhm. Und Spider Murphy Gang fand man dann gut, das ist aus dem Elvis-Song, Jailhouse Rock. Spider Murphy played the tenor saxophone and the whole rhythm section was the Purple Gang. Okay. Schien uns dann als Bandname doch zu lang. Und die kürzere Version, ich sag's, wurde ja dann später weltberühmt in Bayern. Genau. Also, genau. Und und dann haben wir angefangen in München. Wir haben die Chance gehabt, in München dann in einem Club zu spielen. An Fasching 78 ist ein Memo rein für sein Memoland der Band ausgefallen. Und das war unsere Chance. Und dann haben wir das erste Mal gespielt und war gleich erfolgreich. Und dann hat uns der Georg Kostia entdeckt dort. Ja. Und Schreckliches ist passiert. Um Gottes Willen. Er hat uns quasi gezwungen, bayerisch zu singen. Ja, wir haben ja vorher die englischen Sachen, Elvis, Chuck Berry haben wir gespielt. Genau. Jerry Lee Lewis, Little Richard. Und und das war natürlich genial. Ne? Haben wir später dann festgestellt, dass das Bayerische natürlich gut zu uns passt. Ich war auch gespannt, dass das Bayerische zum Singen super ist, mit dem Rock'n'Roll. Und dann haben wir einen ersten Song gemacht und dann eine erste Platte aufgenommen. Dann haben wir schon nur bayerische Songs gehabt. Wir sind im Rockhaus damals aufgetreten, im Bayerischen Rundfunk. Darf ich doch sagen, oder Bayerisch? Ja, das darf man schon sagen. Das ist ja Historie. Und jeden Monat haben wir Sendung gehabt. Da wollte man natürlich auch immer neue Songs präsentieren. Und da war ich schon unter Zugzwang, immer einen neuen Song wieder bringen. Und nach einem Jahr haben wir schon für Platten ein Material gehabt. Sind wir nach Köln gefahren, in die EMI-Studios und aufgebaut damals. Und losgelegt und aufgenommen. Das war damals noch recht... einfach. Ne? Und in einer Woche. Hattet ihr dann so ein bisschen Bauchschmerzen, auch gerade mit dem Bayerischen, dass das funktionieren kann? Damals war das, glaube ich, nicht so üblich, dass man im Dialekt singt. Ja, eigentlich nicht, aber das war dann doch schon gut. Ja, da entsteht ja die Identifikation. Ja. Mit Englisch singen, die Songs haben wir ja früher auch gemacht und da greifst du immer auf die englischen Klischees zurück, was du so kennst von anderen Songs. Aber ich habe schon gespannt, in Bayerisch, da kann man ja seine Gefühle oder Geschichten ganz anders erzählen.